Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich? Danke. Moritz Beck ist Lebensmittelchemiker. Er erforscht unbekannte Inhaltsstoffe und deckt gesundheitliche Risiken auf. Auf bestimmte Farbstoffe in Textilien kann Annas Haut allergisch reagieren. Das testet Moritz. Zur Probe im Reagenzglas gibt er im Labor ein Lösungsmittel. Anschließend wird die gut geschüttelte Lösung analysiert. Anna hat Glück. Aus ihrem Bademantel haben sich keine Farbstoffe gelöst. Darf ich? Gerne. Danke. Im Labor zerkleinert und zentrifugiert Moritz die Salatprobe. Um gesundheitliche Risiken zu minimieren, sollte eine Höchstmenge an Nitrat im Salat nicht überschritten werden. Oftmals steigt jedoch durch Überdüngung der Böden der zulässige Wert. Hier fügt er eine Chemikalie hinzu, die das Nitrat durch eine Farbveränderung sichtbar macht. Diese Reaktion nutzt er, um den Nitratgehalt exakt zu bestimmen. Weiter essen erlaubt. Bei Annas und Toms Salat ist alles in Ordnung. Darf ich? Gerne. Damit Anna ihren trockenen Rotwein mit Tom unbeschwert genießen kann, darf eine Höchstmenge an Zucker nicht überschritten werden. Moritz stellt fest, dass dieser Wein zu viel Zucker enthält. Stopp! Darf ich? Gerne. Bitte. Der Abend ist gerettet. Zum Wohl. Lebensmittelchemiker sind Experten, die dich vor gesundheitlichen Risiken schützen. Sie beeinflussen viele Bereiche unseres Lebens. Und jeden Tag kommen neue Aspekte hinzu, die erforscht werden müssen. Analysieren, entdecken, verstehen.